stattfinden. Hallo. So. Hi. Ikuru. Ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass du so alleine hier bist. Deswegen hatte ich mal Erbarmen und komme so halt so mit rein. Oh, das ist fein. Alleine. Ich existiere nicht. Alles klar. Du warst gemutet. Genau, genau. Hallo, Bernd. Hallo Bernd, auf jeden Fall. Schön, dass du mich dran erinnerst. Ja, das kann ich wieder sagen. Das klappt ja auch. BB, ne? Bernd und Black. Wieder back. Oder so. Oh Gott. Elika schreibt auch Hurukuru. Und sie schreibt, er ist nicht alleine. Das stimmt. Ich bin nie alleine. Ich bin immer mit mir selbst unterwegs. Das ist ja auch schon mal was. Was habe ich jetzt eigentlich gehauen, was ich hier gebraucht habe? Smarte Finos, schnelle Schildis, Joko Keygames. Okay, Schildis brauchen wir. Okay. Dann gehen wir hier vom heute Hü und machen erstmal die Schildis fertig. So. Okay. Und wie geht's dir so, Kuro? Soweit gut. Soweit gut. Das ist toll. Und ja. Machst du YouTube noch ein bisschen was so aktiv? Weil momentan ist ja nicht so ganz so viel los bei dir. Oder eigentlich schon. Ich hatte eigentlich was geplant mit Mila-chan zusammen. Ja. Ja, ja. Allerdings hat sie sich nicht mehr gemeldet. Oh. Naja, gut. Passiert halt manchmal. Und manchmal geht halt auch was dazwischen und dieses und jenes. Man sieht ja, wie lange ich die Streams hier aufgeschoben habe. Manchmal passt es halt nicht. Ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn du bei mir mal wieder im Video mit dabei sein willst und einen passenden Show hast, dann darfst du auch gerne Bescheid sagen. Wie gesagt, über Discord und so weiter und so fort. Das mit den Rollen hast du ja mittlerweile kapiert, wie das geht. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch können. Der eine hat gesagt, das kann jeder, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich darf nicht jeder können. Eigentlich auch so eingestellt. Eigentlich nicht. Genau. Wäre ja Blödsinn auch. Ansonsten muss ich da mal gucken. Ich weiß, dass viele sich gegenseitig moven können. Ja, das geht mittlerweile, aber glaube ich nur bei den YouTubern. Das war ganz am Anfang, da war das so eingestellt, dass in den Channel hin und her ist. Mittlerweile habe ich das so eingestellt, dass das glaube ich die YouTuber können. Also alle mit der YouTuber-Rolle, die können das. Einfach um, falls sie mal einen Channel brauchen, den auch freizuräumen, wenn da irgendeiner stört drin. Alle anderen habe ich das weggenommen, damit da halt kein Blödsinn entsteht und hin und her gemoved wird. Alles klar. So, eine Schildi noch, da hinten. Und du kannst das natürlich auch. Auch wenn du die YouTube-Rolle nicht hast. Co-Mod hat so ziemlich viele Rechte. Channel erstellen, weiß ich gar nicht, ob du Channel erstellen kannst, ob ich dir das Recht gegeben habe, aber ist ja im Moment ja auch nicht notwendig. Wichtig kann ist erstmal, ich ja mal ausprobieren. Genau. Wichtig ist, du kannst auch Leute kicken. Das ist übrigens auch bei dir eingestellt, deswegen, sagen wir mal, verantwortungsvoll damit umgehen. Kann ich auch dich kicken? Nee, mich dürftest du, glaube ich, nicht kicken können, weil ich erstens mit der Rolle ein bisschen höher bin und zweitens ja der Server-Eigner sozusagen, die Eigentumsrechte des Servers habe. Also, ja, des Discord-Servers halt. Nicht die von hier. Smarte Finos, Joker-Keybinge und das war's. Okay. Wir gehen mal außen rum. Ich glaube, hier hinten ist ein bisschen doof. Ich suche dich gerade. Wir sind Buch der Gier und bei den Finos da irgendwo. Da, wo die Bergarbeiter Finos, da gehe ich zumindest hin. Da, wo der große Pilzspot ist. Alles klar, kann ich wieder zurücklaufen. Jawohl. So, das nehmen wir mal ab. Und Leute, lad mich please in Gruppe, I'm the one. Bist du das eigentlich? In Gruppe einladen? Nee, du bist Better Call? Ich habe irgendeinen honischen Namen, ich glaube, ich kann es nicht aussprechen. Moment. Achso, Bernd. Du, liebe im Stream. Hallo, hallo auf jeden Fall, Better Call, live. Im Livestream, ja, wir wissen schon. Ich kann genauso schlecht schreiben. Hey. So. Bernd. Bernd. So. Ja, genau. Eindeutig Bernd. So. In Gruppe einladen. Ich lade dich mal dazu, weil ja momentan gerade wieder Platz ist. So, Smarte Finos noch. Das Chronex Better Call. Okay. Chronex ist, Krone. Chronex, Chronex YouTube. Okay, du bist das. Hallo. Flip. Wumm. Wir machen mal Smarte Finos. Und, Keybinge. Und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Und, warum nennst du so komische Namen? Das kann doch keiner mal aussprechen. Was heißt denn das eigentlich? Bernd. Selber nicht so genau. Ja, Bernd, einfach nur. Das heißt einfach nur Bernd. Einfach nur Bernd. Das ist immer das Beste. Ja, finde ich auch. Das ist die südafrikanische Übersetzung für Bernd. Ja. Die südafrikanische. Ja. Was heißt denn Bernd auf Klingonisch? Das weiß ich leider nicht. Bestimmt. Bernd! Ich bin dieser Sprache nicht mächtig. Ich auch nicht.
Ich. Welche Sprache kann ich denn? Warte mal, also. Also Deutsch ist es schon mal nicht, das weiß ich. Ja, so halb, aber ich meine ja jetzt richtig und echt. Ich glaube, Deutsch kann ich da nicht rechnen. Da nuschel ich zu viel. Ich kann Bleckisch. Bleckisch ist cool. Kannst du mal Dupe fragen, ob ihr Enemy streamen könnt? Nee, das wird halt schwierig. Enemy zu streamen ist halt so eine Sache, weil wir, wie gesagt, ja auch gegeneinander arbeiten und da quasi auch im Geheimen Sachen miteinander und gegeneinander bauen. Außerdem haben wir da ein bisschen Vorproduktion. Wird halt da schwierig, da wirklich was zu streamen. Das heißt, das wird nix. Ich könnte ihn zwar fragen, aber ich bin derjenige, der dann nee sagen wird und er wahrscheinlich auch. So. Eventuell kriegen wir mal irgendwann einen Stream für, wie heißt es denn hin? Infinite World, aber ich möchte hier nicht zu viel versprechen. Ich wollte ja auch schon bei Resurrection mal das als Stream-Projekt vorsetzen und dann ging es los, dass ich keine Streams mehr machen konnte. Eine ganze Weile. So, ich gebe hier erstmal ab, weil wir haben hier ein bisschen was abzugeben. Deswegen gebe ich ab. Das denke ich mal ziemlich legitim. So. Das ist los. Ja, genau. Mein gesamtes Inventar ist voll. Na, ganz toll. Erstmal neu sortieren. Und dann haben wir wieder ein paar Plätze, das reicht. So, Joker Keeping abgeben. Keine Sorge, ich mache Joker Keepings. So. Hast du schon mal gestreamt, Uro? Ja, einmal. Allerdings war die Qualität so schlecht, dass ich nicht spielen konnte und habe ihn dann wieder abgebrochen. Ach so. naja, gut, ich weiß nicht, ich sehe es halt nicht genau. Ich habe es nur im kleinen Monitor quasi offen. Die beste Qualität kriege ich halt leider auch nicht hin. Bambusleitung und so. Aber naja, was willst du machen? Hauptsache. Ja, bei mir ist aber erst der PC anstatt die Leitung. Ach so. was hast denn du für ein Programm genommen zum Streamen? Also auch OBS? Gute Frage. Das war so ein für Twitch extra irgendwas. Ach so. Ja, wie gesagt, OBS ist zwar auch sehr, sehr prozessorlastig, aber man kann es ja ein bisschen runterstellen da in der Hinsicht, wenn man eine gute Leitung hat, kann man die Bitrate oder beziehungsweise die, sagen wir mal, das Vorrendering ein bisschen auf Superfast oder Ultrafast und so weiter stellen, dann braucht das nicht so viel Last. Kannst du ja nochmal probieren bei Gelegenheit, aber wenn es nicht klappt, ne, dann ist es halt so. Ne? Man kann ja nicht von jetzt auf gleich nur wegen einem Livestream, den man vielleicht einmal macht und dann ein Jahr lang nicht mehr, wie bei mir. kann man ja nicht dann ja, genau. Huch. Ach so, ich wollte gerade mal sagen, Level up. Nee, danke schön Bentacall für den Dingens. Für den Buff meine ich. Ich gehe mal zu den schnellen Schildis. Wo geht's lang? Da lang. Zu den schnellen Schildis, denn ich brauche ein paar schnelle Mobs und sowas. Hast du dort noch Items, können wir tauschen und geben? Geht wahrscheinlich gerade nicht an mich in der Chat. Felix, bist du eigentlich noch auf Markets? Ach so, ja, alles klar. Es geht um meinen lieben Moderator. Ja, wird hier angesprochen. Alles gut. So. Ich bin ein Trottel, weil ich mich verlaufen habe. So wieder. So, okay. Einmal Kommando zurück. Hallo Leute, hallo. Hier jetzt lang, hier hinten. Pio ist ja eigentlich raus, den kann ich auch mal aus Gruppe schmeißen. Sollte also noch jemand Gruppe wollen. Und I'm the One ist auch Level 64, aber nicht mit Hauen, ne? Weil, wie gesagt, ich will ja so leveln, obwohl, ist ja nicht scheißegal, momentan. Ist momentan eh Wurst, weil ich habe ja eh nicht viel geschafft momentan. Und so, und überhaupt. Dabei fällt mir ein, L, verfügbare Quests, ich müsste da irgendwann mal, Dingens kommen. Für Smarter Fino kann ich wieder annehmen. Ich nehme erstmal alle Quests an, kurze Pause. So. L, Spitzhacke, Grabhäuber. Ja, da war Mara. Ich habe sie noch nicht gebraucht, aber trotzdem danke fürs Umhauen. War cool. So, Süßkartoffel, Kiebinge und Grabräuber. Sehr schön. Claire fragt, ob sie Gruppe kann. Wer? Hier, Better Call. Achso, Better Call. Na klar, komm. Gruppe hinzufügen. Da sind wir auch wieder voll. Juhu. Also. Kiebinge. Du brauchst doch die schnellen Schildis, ne? Ja, jetzt gleich wieder ein bisschen mehr, aber sonst nur schnelle Schildis, richtig. Huch, jetzt habe ich auf keinen Fall anklicken, das machen wir es nochmal. Okay. So. Komm mal ein Stückchen weiter nach vorne, sonst ich sehe jetzt nicht. Ja, ich will ich unterwegs sein. Jetzt ist wieder der Scheiß Dings abgebrochen. Manu. Also nochmal. Keeping. Jetzt habe ich das dritte Mal, dass ich versuche, die Quest anzunehmen. Einmal aus Trotteligkeit, einmal weil ich weggelaufen bin. Und diesmal klappt's. Jetzt, wo ich diesmal Klaps gesagt hätte, hätte es wahrscheinlich auch noch so sein können, dass, Questlog ist voll. Das wäre es gewesen.
So, die zwei Quests kann ich nicht abgeben, den muss ich mal offscreen. Das offscreen hinlaufen, das mache ich auch so. So, dann gucken wir mal auf Karte, was brauchen wir denn? Okay, die Schildis sind durch, das heißt, wir können hier runtergehen und können unten smarte Finos, Grabräuber hacken, Keybings und Grabräuber und Keybings und gestohlene Seelen und hast du nicht gesehen. Also jede Menge Zeugs hier unten. Wir kommen tatsächlich noch ein bisschen voran. Hätte ich nicht gedacht. Nachdem ich vorhin voll gehustet war. Dieser blöde Husten, ey. Weaswoods Antrag von Lichterengel wurde angenommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. So, ansonsten smarte Finos. Ich brauche schnell noch zwei schnelle Schildis. Oh, ja, Elika braucht noch zwei schnelle Schildis. Gehst du mal mit Kuro zurück oder wir gehen gemeinsam zurückkommen. Das wäre ja Blödsinn. So. Dann hauen wir die hinten, ja. Weil das bringt ja nichts, wenn ich hier die zwei schnellen Schildis mache und da, oder hier vorne Mobs haue und die da hinten dann nicht mehr ankommen. Das bringt nichts, deswegen gehen wir ganz zurück. Hi, Beta! So. Oh, mal diese unsichtbaren Wände. Ich mag dich lieber Tatütata nennen. Bettercall schreit, nennt mich Kronex. Ich mag dich lieber Tatütata nennen. Ich werde mir wahrscheinlich beides nicht merken können, aber Kronex, ja, ich versuche es mir zu merken, Kronex. Ja. Und ich hoffe, Kronex ist auch richtig und das X ist nicht nur so ein Deko-X. So, die Schildis hast du jetzt, ne? Müsste eigentlich, das waren ja zwei. Und ist Kuro überhaupt da? Nee, die war nicht da. Ja, das heißt, ja, beziehungsweise sie kam jetzt gerade erst. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ach so, habe, danke. Okay, dann kann ich auch wieder weg. Also ich habe hier jetzt nur noch die Keybinge und die Grabräuber. Ich habe, ja genau, Grabräuber, Keybinge und smarte Finos noch ein paar. So. Lalalala. Halt. So, aha, schon wieder unsichtbare Wände. Ja, genau. Blöde Alpha-Wände überall. Knallt man voll gegen und das Ganze ohne Airbag. So, immer diese Verzögerung. Ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Achso, du meinst ja voll vom Hin und Her. Nee, ist kein Problem. Passiert halt. Passiert. Oh, und wie gesagt, auf YouTube habe ich ja vorhin erklärt, gibt es immer eine Verzögerung, beziehungsweise bei allen Livestreams gibt es immer eine Verzögerung von Echtzeit zu. Ist so, weil, ja, wie gesagt, das muss ja halt von vielen Rechnern und Servern und so weiter verarbeitet werden, bevor das Stream überhaupt bei euch ankommt. Cool, was er sagt. Wer sagt was? Ich dachte mir auch so, cool, was er sagt. Das ist richtig. Also, es kann nicht um mich gehen, weil ich sag nie was Cooles. Ich sag immer nur Blödsinn. Achso, okay. Weißt, was ich sage? Ja, stimmt. ja. Oh, Mensch, ich bin ein Ehre. Scheiße. Bernd ist immer voll cool. Ah, stimmt, ich bin ja Bernd, also bin ich doch ein R. Also, genau, okay. Sag ich ja. Passt schon. so, Keybinge und Grabräuber. Nur noch da hinten. Die smarten Finos sind auch weg, okay. Dann laufen wir da mal hin. Deskarn hat sich den Titel populär verdient. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe den heute auch geschafft. Ich bin voll populär. Ich freue mich. Ja. So. Jo. Voll cool. Voll Keybing. Voll Black. Vielleicht bin ich auch nur voll. Wer weiß es? So. Oh, Seelen. Eine nehme ich, die anderen könnt ihr euch teilen. Better Call möchte dein Freund werden, also Kronex. Natürlich. So. Solange noch Platz ist, kann jeder her. So, gestohlene Seele haben wir eine. Ich dachte, ich hätte schon zwei. So. Ich habe auch noch eine. Also. Ich hau mal den Echsenmann, weil den brauchen wir nämlich nicht. So. Bumm. Gib DP. Genau. Außerdem hat er mich gehauen. Rasende Keeping im Anmarsch. Nee, der hat uns nicht gesehen. Schade. Selbstverteidigung, ich schwöre. Ja, der rasende Keeping, die Geschichte werde ich auch schon ein paar Mal erzählt haben, denke ich. Aber da gab es ja auch so eine Geschichte mit der lieben Nadi, die mittlerweile auch bei mir auf dem Discord ist. Also nicht gerade im Moment, aber sie hat wieder mit Fiesta angefangen. Und ja, damals wollte sie halt bei ihrem Jäger den neuen Skill ausprobieren. Krollo möchte dein Freund werden, natürlich. Und der Skill war Nebel, nee. Wie heißt das? Nebel der Natur nicht? Wie heißt der? Schutz der Natur. Der Skill, wo man alle Aggro verliert. Sie war der große Jäger. Ich war so Level 16, 17 und so weiter und so fort. Hab mich drauf verlassen, dass sie irgendwas macht. Also, dass sie tankt. Und dann probiert sie den Skill mal aus. Und ich war tot. Weil sie hat alle Aggro verloren. Und ja. Ich hab alle Aggro bekommen. So. Lia möchte dein Freund werden. Natürlich stimme ich da auch zu. So, Keybinge haben wir voll. Ich guck mal, was fehlt denn noch? Keybinge, Grabräuber. Grabis fehlen noch. Ich glaube, ich muss auch mal bei Gelegenheit meine Skills upgraden. Nicht nur, dass ich neue kaufe. Ah, wenn du die direkt mal abgibst, dann kommst du in eine Folgequest bei den Grabräubern. Ich muss die Grabräuber erstmal abgeben. Erstmal haben. Nee, die Keybinge. Ach so. Warte, dann gucken wir da gleich mal rein. Belohnung. Joko Keeping, nee, die war es nicht. Die geht eh auch nicht abzugeben. Hier, Keeping gestohlene Seelen, weiter.
Meiner, Jawohl. Blub. Black, komm mal, Nature, ich geb dir ein Rami plus 5. Dankeschön. Das Rami würde ich aber nicht annehmen, weil, wie gesagt, ich würde nur, wenn dann, nur zu Besuch kommen und dann würde das arme Tier da versauern. Das muss ja auch nicht sein. Deswegen trotzdem danke, aber ich werde versuchen, mal irgendwann mal wirklich mal auf Nature einzuloggen. So, jetzt haben wir hier wirklich drei Grabi-Quests. Dann gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Da hinten Joghurt, der haut der Bernd schon rum. So. Ja, fleißig. Oh, Höhlentränke. Schön. Hier liegt auch noch einer, falls du was brauchst. Ansonsten, Lika nimmt den dich. Ja, ich nehme einfach die 1000, die hier irgendwo rumliegen. Ja, okay. Na dann. Eins, zwei. Ja, die Hacken sollte ich auch mal einsammeln. Drei, vier. So, einen Trank brauche ich noch. Ansonsten, ja, passt das soweit. Loop. Schön. Ich bin produktiv, Leute. Merkt ihr das? Ich bin voll produktiv. Ja. Und zwar, weil Kuro für mich arbeitet. Ja. ja, 20 könnten wir vielleicht sogar wirklich noch schaffen. Die Jobquest, die werde ich dann aber wahrscheinlich dann im nächsten Stream dann angehen. Das wird heute, ja, würde zwar heute auch noch was werden. Cliffhanger. Aber ja, genau, Cliffhanger und so. Oh. Muss ja auch sein. Ich muss echt meine Skills upgraden. Das mache ich dann aber offscreen, damit wir hier wirklich noch ein bisschen vorwärts kommen. Solange Kuro für mich haut, ist ja alles gut. So. L. Quatsch, erstmal gucken. M sieht gut aus. Alles leer, außer die schnellen Schildis. Ich gehe erstmal auf L und gebe mal ab, was abzugeben geht. So, smarte Finos. Quest beendet. Also, ich denke mal, du müsstest auch abwerden. Ja, ich gehe ganz schwer von aus. So, Quest beenden. Wählbare Belohnung, nehmen wir das hier. Also, ich bedanke mich mal für die Gruppe. Habe eigentlich nur wegen dir das Spiel angefangen, wieder zu spielen. Finde ich voll cool. Ich habe ein volles Inventar. Das finde ich voll. Auf jeden Fall. Finde ich voll cool, dass es Leute gibt, die wirklich von mir motiviert werden können. Ich dachte eigentlich, ich sende immer nur Blödsinn. Und ja, es gibt ein, zwei Leute, die das angucken. Aber es finde ich toll, dass es wirklich Leute gibt, die sagen, ja, ich spiele das Spiel. Auch hier, ich weiß nicht, wer war das vorhin, der sich Fiesta noch gar nicht gespielt hat und dann einfach mal runtergeladen hat, so ganz just for fun, weil es Spaß macht, finde ich auch eine super Sache. So, du kannst, ja. Juhu, Level Up. Ja, ich habe Level Up. So, mal gucken, schaffen wir noch 121? Yeah. 121. Okay, 121 ja, wird ein bisschen schwierig werden. Ich mach mal dann im nächsten Livestream wahrscheinlich. 121 wird dann nicht. I'm the one schreibt Black, ja, Black hört. Ja, ich schreibe auch mal wieder mit hier. Ja, so. Abonniert Michi X-Train bei MySpace Dange. Kenne ich nicht. Aber könnt ihr gerne machen. Handel akzeptieren. MySpace. Ja, ich wusste nicht, dass es das MySpace auch Videos macht und so oder keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Mit MySpace kenne ich mich nicht aus. Aber ihr könnt gerne abonnieren. Habe ich kein Problem mit. Ist ja nicht YouTube, ist keine. Huch, jetzt habe ich zugemacht. Was auch immer das war. nochmal aufmachen. Oh, ja genau. Glückwunsch. Also einfach nochmal aufmachen, was auch immer das war. Ich habe es zugemacht, weil ich ein Trottel bin. Ach mein, ich würde hat die zu. Wer hat zu? Du musst ja ins Stream schauen, oder? Wer hat Stream? Hört Elika zu? Ja, Elika hört zu. Sie hört im Stream mit zu. Sonst geht's nicht. Also ich hänge auf Nature mit 98, warte, dass mein Levelpartner. Freue mich auf die HG Army plus 12. Kann ich verstehen. Also eine HG Army ist was Cooles. Muss man wirklich sagen. Ich muss auch hier mal lesen. Die Musik habe ich schon vermisst. Die ist mittlerweile ja auch in den anderen Streams drin. Du meinst hier, ja, die von meinem Cousin halt. Von Insane Thought. Irgendwie spucke ich immer, wenn ich Insane Thought sage, weil das CH, das kann ich nicht so gut. Also, ich kann die Quest immer noch nicht abgeben, willst du mich verarschen? Dann. Ich habe neu sortiert, das heißt, ich habe genug. Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen was raushauen. So, also ich hänge immer noch auf Nature, warte, bin hier schön bei Mace-Fan, Michi X-Train, schön bei Abonnieren. Ja, macht halt. So. Natürlich nur, wenn ihr wollt, ne? Keine Empfehlung, ich kenne die nicht, oder ich kenne den Stream nicht, oder ich kenne auch nicht, was es genau ist. Aber ihr dürft gerne abonnieren. Ich bin ein sehr erfahrener Seemann, das sagt der Mara Matrose. Ich mache mal die Quests hier ein bisschen auf. Ansonsten, die Dinger kann ich noch nicht anlegen, weil da muss ich erst die Jobquest machen. Friedliche Küste. Ein friedlich wirkender Schildi verbirgt seine Zeit am Ufer mit den Krabben und den Letterschmingen. So, okay. Neue Karte, möchtest du registrieren? Okay. Jetzt habe ich wieder Platz, jetzt kann ich wieder abgeben. Juhu. So, irgendwie bin ich schon fast wieder Level Up durch Lava-Quests. Das ist unheimlich. Ja, also es geht relativ schnell auf den Leveln, das kennt man gar nicht. Andererseits, andere Level gehen ja auch relativ schnell. So. I'm the one, also sprich,
ja, jetzt hier Omen, nee, Eldarin. So, ist auch offline. Better Call ist offline, also Dingens. Coronex war nur für den 10 Euro da. Nee, Block bitte. Wen blocken? Wieso Block? Aha. Ja, ich weiß es nicht. Ist egal, ich bin für den Chat nicht zuständig gerade. Ich komme da eh nicht mehr mit. Finde ich auf jeden Fall voll cool, dass ihr alle da seid. Ich gucke ab und zu mal rüber, aber ich lese bei weitem nicht mehr alles, weil ich einfach vergesse. Eigenwerbung, sonst doch immer Verbot. Ist richtig, aber wie gesagt, ist keine direkte Konkurrenz für mich, deswegen ist es mir auch relativ Wurst. Grundsätzlich ist es aber richtig. Aber in diesem Fall habe ich es genehmigt, insofern ist es auch richtig, wenn es der Skrillex drin lässt, ne? So, ist schnelle Schildis. Außerdem, wie gesagt, ist es hat er sich ja extra hier bei Fiesta eingeloggt dafür, um hier die Werbung auch noch da zu schalten. Insofern, ja, diese Motivation muss man erstmal honorieren. So, hier unten schnelle Schildis noch, die können wir noch mal kurz machen. Join Bennett Acker für maximalen Spaß. Blockt mal Sweet Girl hier, das ist Eigenwerbung, das ist verboten. Nee. Was? Nochmal? Brauchst du die immer noch, die schnellen Schildis? Ja, ich habe da noch eine alte Quest von. Wieder. Okay, dann mache ich die hier, die ich habe. Genau. Guck mal, da ist ein Sturmer. Habe ich eigentlich den Skill? Ne, den habe ich noch nicht. Sonst hätte ich dich jetzt derutilisiert. So, wie heißt es ja? Derutilisieren. Und bei Blauen halt deblaurieren, ne? Sind die Fachbegriffe. Ganz offiziell kann man nicht anders sagen. Ach, wird auch so immer so sein. Okay, ja. Jetzt sag ich, was du meinst. Dann ist gut. So, Schildis. Gab's hier noch ein paar? Bin irgendwie gerade alles. So. Ah, guck mal. Eindabon ist wieder da. Dann hau ich auch mal auf Mara mit drauf, weil ich's kann. Mara ist feige. Die hat ja einfach einen Mara dazu geholt. Also ein paar Piraten und so. So, ich suche immer noch Schildis. Da hinten, jetzt sind wieder welche respawned. Dann gehen wir da hin und holen uns die. Ich brauche 5 Schildi. Ich auch. Ja, jetzt hier bei mir. Da gibt's. Also ich brauche 5 Schildi, die hat Elika geschrieben, ne? So. Mhm. Dann passt das ja. Jeder braucht 5 Schildi, außer alle anderen. So. Ich habe heute schon geblockt. Ich lese die Situation ab und zu und Black hat es ja genehmigt. Genau. So. Du hast echt schon jemanden geblockt? Ist ja cool. Jemand musste auf meinem Kanal geblockt werden. Geil! Ich bin voll populär. schön. Oh je, ich bin schlimm heute drauf. Also ist man erst dadurch populär? Ja, wenn man einen Hater hat und wenn jemand geblockt wird. Bei den Livestreams. Alles klar. Wenn du willst, hate ich dich mal. Dann, damit du auch ein bisschen populär bist. Nee, ich hatte auch schon. Ach so, du hast deinen eigenen. Ich geblockt habe, also. Na also dann. Dann ist ja gut. So, okay. Wer hat ein Gold für mich? Schreibt einem davon. Ich kann dir eins geben, wenn du wirklich eins magst. Brauchen willst. Wow, danke. Hat schon jemand? Black hat ja das Cash. Ja, ich hab ja heute genug bekommen. Ich meine, geschenktes verschenkt man normalerweise nicht weiter, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich selbst damit anfangen soll momentan, weil da bin ich noch viel zu klein für. So, Handel akzeptieren. Was jetzt? Willst du ein Dabon? Du willst ein Gold, ne? Ein Gold. Ja, komm, dann bezahle ich das wenigstens mit einem Gold. Level 70. Halt, stopp, ich habe nicht so viel Platz, ich habe nur einen Platz, warte mal, weißt du was? Oh, ich bin gestorben. Oh, na, herzlichen Glückwunsch. Halt aus, Elika kommt sicher zum Ressen. Oh. Sie kann auch gar nicht lassen. zu spät, nimm an. Warum schreibe ich das eigentlich? Kann ich auch einfach nur sagen. So, auch wenn ein bisschen Delay ist. So, verschenkst du geben? Nein, geben verschenke ich nicht. Also wie gesagt, ich habe zwar welche, aber ich habe welche geschenkt bekommen. Verschenken tue ich die nicht, weil wie gesagt, irgendwann kann ich sie wirklich brauchen. Aber wie gesagt, das eine Gold, was er da haben wollte, ja, das geht nicht. Guck, außerdem habe ich den Charaktertitel gütig bekommen. Ist doch voll cool. Hier unten haben wir dann noch ein bisschen was zu machen. Aber ich würde mal sagen, ich stelle mich mal hier ins Portal und dann muss das auch für heute reichen. Es war ein voll cooler Stream, auf jeden Fall an alle, die da waren. Es war mega spitzenmäßig klasse und überhaupt auch an Kuru, die jetzt noch da ist und an Skrillex, der den Chat gut überwacht hat. Und natürlich nicht zuletzt auch an Elika, die hier noch durch die Gegend eiert und alle anderen, die zugeschaut haben. Ich weiß nicht, wen ich alles noch erwähnen soll. Waren so viele Leute heute da, Mandarius und die anderen.
toll, dass ihr da wart. Hab mich riesig gefreut und dass ja wirklich so viele Leute unterwegs waren, voll coole Sache. Ich hoffe wirklich, der nächste Stream wird nicht mehr so lange dauern. Ich versuche jetzt wirklich wieder pro Monat wenigstens einen hinzubekommen. Versuch macht klug, aber ich kann es halt noch nicht versprechen. Wenn, dann auf jeden Fall versuche ich das auf den Freitag zu legen. Wenn ich am Wochenende nicht so viel zu tun habe. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich kündige es ja immer an. Spätestens auf Discord und so. Ja, die Leute winken hier schon. Ich wink auch gleich mit. Ich suche hier mich hier gerade ganz verzweifelt und da ist es. Und deswegen versuche ich das zu überquatschen, was ich hier suche. Ja doch, es tut mir ja leid. Es tut mir leid, ich muss. So, auf jeden Fall, Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschö. Tschüss. Tschüss.